Wir müssen sehen, dass wir in einer Welt leben, in der die Erfolgsrezepte der Vergangenheit nicht mehr funktionieren und wir die Erfolgsrezepte für die Zukunft aber noch nicht kennen. Aber um Fragen, um Lösungen für die Zukunftsherausforderungen zu finden, brauchen wir meines Erachtens eine konkrete Neujustierung der Aufgabenverteilung zwischen Politik, Wirtschaft und auch Gesellschaft. Ja. Also die Kernaufgaben meiner Ansicht nach für den Staat sind, klare Ziele zu setzen und Rahmenbedingungen festzuschreiben und dafür zu sorgen. Und da meine ich in erster Linie mal eine moderne Infrastruktur für Stadt und Land, wirklich effiziente und effektive Bildungsinstitutionen zu schaffen, damit das Zukunftspotenzial bei allen in der Gesellschaft gehoben werden kann. Wir brauchen Grundlagenforschung und wir brauchen auch faire Wettbewerbsbedingungen in einer zunehmend globalisierten Welt, um wirklich die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft, wir als Unternehmen, wirklich die Potenziale, die Innovationspotenziale heben können, die notwendig sind, um die Zukunft positiv für uns alle gestalten zu können.